Wie kann ich mein Bestellkonto bei Young Living anlegen? Als erstes gehst du auf die Seite von Young Living, www.youngliving.com. Dort wählst du unten dein Land, in der Regel Germany, Deutschland. Und nun hast du oben rechts die Option Neues Konto, Vertriebspartnerin oder Kunde. Dort klickst du rauf und bist nun auf der Seite, um dein neues Bestellkonto einzurichten. Falls du direkt einen Link zugeschickt bekommen hast, kann das sein, dass du auch mit dem Link direkt hier landest. Hier hast du den Vertriebspartner voreingewählt mit 24% Rabatt. Du hast hier keine Verpflichtungen, sparst aber mit den Preisen, dass du sofort Großhandelspreise bekommst. Das empfehle ich dir zu wählen. Und hier steht bereits Germany und Deutsch drin. Wenn du in einem anderen Land oder eine andere Sprache wählen möchtest, kannst du das hier ändern. Nun kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wer hat Sie auf Young Living aufmerksam gemacht? Bitte gib hier immer die Nummer von der Person an, von der du Young Living kennst, von der du die Öle kennst. Denn die Person wird zukünftig dein Ansprechpartner bzw. deine Ansprechpartnerin sein. Frage also persönlich nach der ID der Person. Meine ID ist zum Beispiel 112-1950. Und du kannst entweder eine Nummer in beide Felder eintragen oder du bekommst von deinem Ansprechpartner zwei verschiedene IDs, damit du gleich in das lokale Team, der dort mit hineinkommst. Dann gehst du auf Fortsetzen. Er bittet dich, den Cookies zuzustimmen. Das sind Lesezeichen, das ist Pflicht, dass man da das zeigt und zustimmt. Jede Seite arbeitet mit diesen Cookies. Und nun trägst du hier deine persönlichen Daten ein. Das Geburtsdatum kannst du weglassen, es reichen die Daten mit dem Stern. Nach den persönlichen Informationen gibst du Benutzername, Passwort und PIN ein. Benutzername und Passwort sind zum Einloggen später ins virtuelle Büro. Mit dem vierstelligen PIN wirst du mit Young Living immer in Korrespondenz sein. Wenn du Young Living direkt eine E-Mail schickst oder Young Living anrufst über den Kundenservice 08000825049, dann sagst du immer deine ID, die du bekommen wirst, und den PIN. Der Benutzername wird immer groß geschrieben, ohne Leerzeichen. Ich empfehle ganz einfach, den Vor- und Nachnamen zusammen zu schreiben. Beim Passwort dürfen keine Sonderzeichen enthalten sein. Es müssen aber Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen dabei sein. Mindestens 8 Zeichen. PIN sind 4 Zahlen. In der Regel wählst du bei Informationen zur Verarbeitung der Vergütung Einzelnes, dass du einfach als einzelne Person bestellen möchtest. Nur wenn du das geschäftlich machen möchtest und eine UID, eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hast, würdest du das Unternehmen anklicken. Dann bestätigst du hier die Richtlinien. Die kannst du auch später immer im Bestellkonto einsehen. Nun gehst du auf Zustimmen und Fortfahren. Hier hast du nun die Möglichkeit, ein Starter-Set für dich auszuwählen. Es gibt das Premium-Starter-Set, das empfehle ich, das tatsächlich zu Beginn zu bestellen, entweder mit dem Dewdrop-Diffuser oder mit dem Aria-Diffuser. Da hast du alles Material, so viele Öle und einfach ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis, dass der Diffuser fast gratis ist, dass ich das, wie gesagt, sehr empfehlen kann. Ich bestelle das hier jedoch nur, wenn man mit Kreditkarte gleich zahlen möchte. Als Option kannst du erst das Bestellkonto einrichten und dann die Bestellung fertig machen und hast da auch keine Nachteile. Dazu gehst du ganz runter auf Ohne Starterkit fortfahren und schon bist du in deinem neuen Bestellkonto. Hier kannst du über die ersten Schritte Videos ansehen und mehr zu Young Living erfahren. In einem extra Video zeige ich dir als Übersicht, was du hier in dem Bestellkonto zur Verfügung hast. Und mit einem weiteren Video erkläre ich, wie du bestellen kannst, entweder als einmalige Bestellung oder in dem Bonusprogramm monatlich. Viel Freude mit den Ölen von Young Living!